Kinderreise durch die Wissenschaft ist ein Projekt, wo Kindern durch Erleben, Staunen und Mitmachen die Naturwissenschaft näher gebracht werden soll. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit der Universität Graz mit Professor Dr. Helmut Jungwirth, der neuen Mittelschule Voitsberg mit Hans Eck und dem Rosenthaler Kindergarten mit Sabine Hirschmuggel-Geisch stellt schon jetzt für alle Beteiligten einen großen Erfolg dar. Heik, warum arbeiten Sie mit Ihren Schülern im Kindergarten? Nun, es sind verschiedene Blickpunkte. Erstens einmal, die großen 14-Jährigen können auf enorme Weise die soziale Kompetenz steigern, indem sie mit den kleinen Kindern arbeiten. Zweitens ist, die kleinen Kinder können Brücken zu den großen Kindern aufbauen, sind der große Bruder, der große Schwester. Drittens, sie gewinnen naturwissenschaftliche Einblicke und sie können das Berufsfeld der Erzieherinnen, der Pädagoginnen, der Wissenschaftler einfach ein bisschen näher sich bringen. Die molekulare Küche war das Thema dieser besonderen Veranstaltung. Für das Vorhaben konnte der Haubenkoch Heinz Breschan gewonnen werden. Ich habe selber eine kleine Tochter und die sind schon wissensbegierig. Also die wollen schon wissen, warum der Geschmack, wie das kombiniert. Also ich finde das eine super Idee. Man bedient sich nur der Physik und der Chemie, um so ein bisschen über den kulinarischen Tellerrand zu blicken und neue Kreationen zu entwerfen. So wie es der Heinz perfekt vorzeigt. Die Popcorn, wenn es dann aus dem Mund heraus raucht, das ist so faszinierend. Und ich glaube, sie werden vielleicht in Zukunft dann auch das ein oder andere weiter hinterfragen und somit immer mehr lernen. Und wenn man schaut, mit welcher Begeisterung die Kinder zum Teil dabei sind und mit welcher Freude und Euphorie, denke ich mir, ist das der beste Beweis dafür, dass es nicht so schwierig ist. Zumal sie ja von den großen Schülern her eine ganz wunderbare Begleitung haben und auch die Sicherheitsstandards somit gegeben sind. Es war speziell für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis. Welche Aufgaben hat das regionale Fachdidaktikzentrum für Physik? Ja, wir versuchen, die Kompetenzen im naturwissenschaftlichen Bereich zu fördern. Und zwar bei den Studenten, bei den Schülern im AHS-Bereich, im Hauptschulbereich, Volksschule und Kindergarten. Wir, das sind Personen teilweise aus dem Landesschulrat, aus den beiden Hochschulen in der Steiermark und von der Universität. Nun, gerade im Kindergartenalter wäre der beste Zugang, den Grundstein für die Physik zu legen. Die Kinder sind entwickelt psychologisch genau auf der Stufe. Sie wollen sich mit der Welt der Erwachsenen gleichstellen und da gibt es diese vielen Warum-Fragen, die wollen sie beantwortet haben und das ist genau das richtige Zeitalter, wo man das Forschende entdecken, fördern kann und den Grundstein legen kann. Welche Vorteile haben jetzt Kindergartenkinder von so einem Besuch an der Universität? Ja, zuerst einmal sind sehr viele neue Eindrücke, die Kinder da haben und dann, was natürlich zu wünschen ist, dass einfach neue Interessen, vielleicht auch Begabungen und Fähigkeiten geweckt werden. Naja, Kinderreisen durch die Wissenschaft ist ein Projekt des Kindergarten Rosenthal, der neuen Mittelschule Voitsberg und der Karl-Franzens-Universität Graz. Und unser Ziel ist es, unterschiedliche wissenschaftliche Bereiche wie die Molekularbiologie, die Chemie, die Physik. Ich hätte mir gewünscht, dass ich so einen Physikunterricht in meinem Kindergarten bzw. in meiner Volksschule gehabt hätte. Frau Sabine Hirschmuggel-Geisch, Kindergartenleiterin hier im Kindergarten Rosenthal. Was bringt das Projekt Fibonacci den Kleinsten hier im Kindergarten? Na, zum ersten Mal ist es so, dass sie einfach wieder wunderbare Experimente von den Schülern der neuen Mittelschule vorgestellt bekommen. Darüber hinaus ist es in diesem Jahr so, dass natürlich Besucher aus ganz Europa da sind und die Kinder auch das erste Mal in Kontakt mit Menschen treten, die jetzt vielleicht nicht dieselbe Sprache sprechen wie wir und trotzdem ist Kontakt möglich. Wenn man sieht, wie konzentriert sie bei der Sache sind, ist es auch so, dass die Kinder das nicht als Belastung erleben, sondern einfach als Bereicherung.
Wir haben eine österreichische Beteiligung an einem EU-Projekt, das die Universität Klagenfurt mitorganisiert. Wir haben eine Delegation hier von internationalen Wissenschaftlern und Lehrerinnen und Lehrern. Und wir besuchen innovative Kindergärten, Schulen in der Steiermark und in Kärnten. Und heute freuen wir uns, dass wir hier in Rosenthal sein können. Wir dürfen Gäste aus insgesamt 7 europäischen Ländern begrüßen. Das heißt, unsere Partner kommen aus Schottland, aus Finnland, aus der Schweiz, Deutschland, aus Slowenien, aus Paris und Belgien. Natürlich ist dieses Projekt hier auch ein absolutes Vorzeigeleitprojekt, das wir hoffentlich auf breitere Basis stellen können. Wir werden den Kindern ein bisschen erklären, vom Holz zum Papier, wie es dazu kommt, wo die Rohstoffe herkommen und so weiter. Und dann werden wir selber ein bisschen Papier machen und dann haben wir im Labor so eine kleine Versuchspapiermaschine, wo das so ähnlich ausschaut wie eine ganz, ganz große, nur viel langsamer und viel schmäler. Und auf die Art können wir auch ein bisschen Papier machen. Da haben wir Studenten eingeladen, die machen für euch dann Papier. Ich finde das sehr gut, dass die Kinder möglichst frühzeitig schon an die Universitäten kommen, um hier wirklich die Technik kennenzulernen. Und auch das Projekt, das Sie haben, also wirklich, wo eben kleinere Kinder mit größeren Kindern zusammenkommen, also so ein mehr oder weniger Patenkonzept, das finde ich einfach super. Und wir freuen uns, dass wir da mitmachen dürfen. So, jetzt musst du dann ganz fest pressen, damit das Wasser rausrennt, weißt du? Wenn wir schauen, wie stark du bist. Hier sieht man, das vorige war ein sehr schönes Blatt geworden. Wir haben normales Papier, dann eingerolltes Papier, dann gefaltenes Papier und so ein Quader. Und wir wollen uns testen mit den 3 Becher, was am stärksten ist. Und jetzt sieht man, dass das den Becher tragt. Alles Gute weiterhin und vielen Dank fürs Kommen. Ja, hallo, grüß euch. Wir wollen heute mit euch ein bisschen was über Wasser machen. Ja, also wir machen das im Rahmen einer Vorlesung, die Wissenschaftskommunikation heißt. Und hier geht es darum, Wissenschaft zu vermitteln und in allen Sparten zu vermitteln. Das heißt, auch Leute, die überhaupt nichts zu tun haben mit Wissenschaft, mit Molekularbiologie, Chemie, egal was, wollen wir versuchen, das einfach näher zu bringen und zu erklären, was machen wir auf der Uni zum Beispiel. Ja, also es geht heute um Energie und gleichzeitig aber um Wasser, welche Eigenschaften hat Wasser, was kann Wasser und eigentlich so ein alltägliches, dass man eigentlich ziemlich interessante Sachen damit machen kann. Und es ist echt interessant, mit kleinen Kindern zu arbeiten, wo man eigentlich gar nicht gewohnt ist, sowas zu machen und normalerweise nur im Hörsaal steht und irgendwer Vorträge hört oder hält. Achso, ich hab's da Löcher reingemacht. Na super. Sehr spannend.